Geld, präsentiert von Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung. Einfach klar Helvetia. Und Swisscanto Invest bei Zürcher Kantonalbank. Teilhabe an 100% Swissmade Asset Management. Willkommen beim Geld, einen guten Abend. Wenn es langsam kalt wird, ist es nicht nur Zeit, schon bald an die Weihnachtsgeschenke zu denken, sondern vor allem auch an die dritte Säule. Nur noch bis Ende Jahr hat man die Möglichkeit, den Sparbatzen in die steuerbegünstigte Säule 3a einzuzahlen, damit man diesen Betrag dann in der nächsten Steuererklärung kann in Abzug bringen kann. Im Geld zeigen wir heute, wie man dank einer langfristigen Vorsorgeplanung einiges an Steuern kann sparen kann. Ich begrüsse jetzt Roger Johler, Hauptagent bei der Helvetia Emmenbruck. Ja, die Beiträge für die Säule 3a sind ja nicht fix. Wie viel darf man in diesem Jahr noch in die steuerbegünstigte Säule 3a überweisen? Für dieses Jahr ist das Maximum noch für normale Angestellte 6.883 Franken. Für einen selbstständigen Bewerbenden ist das Maximum 34.416 Franken, also 20%. Was man nicht vergessen darf, auch jemand, der zum Beispiel Teilzeit angestellt ist, kann doch 20% noch einzahlen. Also wenn jemand 20.000 Franken Einkommen hat, kann er noch dieses Jahr 4.000 Franken einzahlen. Wichtig ist, dass das Geld tatsächlich rechtzeitig bei der Versicherung oder bei der Bank eintreffen. Bis wann muss man spätestens dafür sorgen, dass man wirklich das Geld transferiert hat? Ja, gut geschrieben sein muss es schlussendlich eben am 31.12. Aber ich empfehle, das muss ja noch verbucht werden. Eben, genau. Ja. Darum sage ich immer so ein bisschen Deadline, sicher 15. Dezember, Mitte Dezember. Aber Sinn macht sowieso, das Sparen 3a Anfangsjahr einzahlen, weil meistens hat man auf dem Sparkonto im heutigen Zinsumfeld keinen Zins mehr. Und im Sparen 3a hat man doch noch ein bisschen Zins drauf. Bei der Versicherung ist es noch ein bisschen anders. Wenn Sie dort zum Beispiel im August einen Abschluss machen, dann haben Sie automatisch kommen Sie immer die Rechnung über einen Monat vorher und läuft so wiederkehrend. Ja. Jetzt sagt man immer, ja, mit der dritten Säule kann man Steuern sparen. Aber was macht der Effekt wirklich aus? Wie viel Steuern kann man dann wirklich mit der dritten Säule sparen? Ja, wenn man jetzt so ein bisschen den Durchschnitt Grenzsteuersatz nimmt von 25%, oder wenn man jetzt zum Beispiel die 6'000 Franken einzahlt, dann kann man doch wirklich die 1'500 Franken Steuern sparen. Und im heutigen Zinsumfeld ist das eine super Geschichte, weil beim Auszahlen zahlt man dann um einiges weniger Sondersteuer, aber beim Einzahlen kann man es wirklich voll im steuerbaren Einkommen abziehen. Noch mehr Steuern sparen kann man, wenn man nicht nur einmalig in die dritte Säule einzahlt, sondern eine langfristige Vorsorgeplanung macht. Dabei sieht man, ob und wo man genau in seiner Altersvorsorge Lücken hat. Viele Leute haben aufgrund von so Vorsorgelücken bei der Pensionskasse die Möglichkeit, freiwillig zusätzliche Gelder einzahlen. Auch diese Beiträge kann man in der Steuererklärung in Abzug bringen. Am meisten bringt es sowohl für die Altersvorsorge als auch für die Steuerersparnis, wenn man die Säule 3a mit freiwilligen Einzahlungen in die Pensionskasse kombiniert. Ja, Roger Johler, oft fragen sich die Leute, wenn man Mittel hat, soll man eher in die steuerbegünstigte Säule 3a einzahlen oder in die Pensionskasse? Ja, die Frage wird mir wirklich fast alltäglich gestellt. Oder? Ich sage immer, zuerst sparen 3a ausschöpfen bis zum Maximum. Und wenn man dann noch Ende Jahr sieht, dass man finanzielle Möglichkeit hat, in die Pensionskasse einzahlen, Kombination ist sicher eine ganz gute Geschichte. Aber zuerst sparen 3a ausschöpfen. Genau, diese Kombination, aber wenn man beides kann, hat man natürlich die grösste Steuersparnis. Unter welchen Umständen ist aus Ihrer Sicht dann eben auch eine freiwillige Einzahlung in die Pensionskasse wirklich sinnvoll? Wenn es finanzielle Situation ergibt, wenn man die Sparquote kann aufbringen und nicht darauf angewiesen ist. Oder? Da ist halt einfach wichtig, die Einkäufe die kann man nachher nicht mehr einfach so beziehen. Es ist auch wichtig, dass man 3 Jahre vor der Pensionierung sich nicht durch einkaufen, weil nachher ist man verpflichtet, dass man dann eben das in Rentenform muss nehmen muss. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, sich einzukaufen. Weil mit dem Umwandlungssatz, der immer kleiner wird, kann man so das Ganze ein bisschen abfedern, dass man dann gleich einigermaßen einen normalen Lebensstandard auch hat. Wenn man jetzt seine Steuerrechnung auch ein bisschen langfristig entlasten will, welche Tipps geben Sie den Zuschauerinnen und den Zuschauern auf den Weg, dass man auf der einen Seite die Vorsorge stärken kann, auf der anderen Seite eben am Schluss weniger am Fiskus abliefern muss?
Ja, eine Weiterbildung erhöht nicht nur Karrierechancen, sondern man kann die Ausbildung auch dann in den Steuern abziehen, wenn man es selber finanziert. Dann auch den Werterhalt vom Wohneigentum kann man abziehen. Dann die Berufsauslagen nicht zu vergessen, geltend zu machen. Dann, wenn Sie zum Beispiel eine Einmaleinlage haben, können Sie die Zinsenträge müssen Sie dann nicht versteuern. Und jetzt auf Ende Jahr, oder, wenn man spendet, macht man nicht nur Gutes, sondern man kann auch Spenden abziehen. Also, Sie sehen, in der Schweiz können fast alle Steuern sparen. Danke vielmals, Roger Joller. Inflation. Lange Zeit war sie bei uns kein Thema mehr. Doch inzwischen zieht die Teuerung auch bei uns langsam an. Bereits ein Problem ist die hohe Teuerung in den USA und in Deutschland. Gefährlich ist die Inflation auch für die Investoren, weil sie am Wert von unserem Geld nagt. Wie kann man sich als Sparer und Anlegerin vor einer steigenden Teuerung schützen? Welche Anlagen bringen einen guten Inflationsschutz? Und wie macht man sein Depot möglichst resistent gegen die schleichend Geldentwertung? Wir bringen Antworten und Tipps nächstes Mal wieder hier im Geld. Einen schönen Abend. Geld präsentiert von Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung. Einfach klar Helvetia. Und Swisscanto Invest bei Zürcher Kantonalbank. Teil H an 100% Swissmade Asset Management.